Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Willkommen bei Let's Blinterhunde in Australien und wir haben hier ein Industriegebiet gebaut. Dank Mithilfe von Ada Loveless, unserer großen Ingenieurin, ist zu 99% eine Frau, würde ich sagen, die uns ermöglicht, ihr seht es hier, obwohl wir vier Bezirke von vier möglichen gebaut haben, noch einen fünften zu setzen. Das ist wunderbar, denn wir hatten schon hier den Theaterplatz, da den Campus, da den Handel, das Handelszentrum und den Regierungsplatz haben wir auch noch. Jetzt können wir einen Bezirk drüber bauen. Wunderbar. Hinzu bekamen wir für die Computertechnologie den Boost. Das haben wir dann hier oben. Und insofern ist da schon mal alles gut. Hier ist der Siedler fertig und der macht sich jetzt. Oh, ich kann hier nicht siedeln. Es ist tatsächlich zu nah. Ich habe das die ganze Zeit nicht beachtet. Der macht sich jetzt auf den Weg, um hier unten zu siedeln. Dann stellt sich letzten Endes die Frage, ob er hier siedelt oder hier außen. Wahrscheinlich hier außen dann. Aber da hat er keine Produktion, oder? Gerade mal gucken. Oder bin ich ganz blind? Also hier kann er es nicht. Nee, da hat er nirgendwo Produktion. Dann muss er tatsächlich hier siedeln. Auf diesem Feld. Tut, tut. In vier Runden ist er da. Und somit können wir in Perth weiterbauen. Und zwar die Universität. Da sehe ich, wir müssen unbedingt Geld ausgeben. Townsville, der Kornspeicher. Machen wir kurzfristig. In Hodor ist alles gut. Schiffswerft könnten wir noch machen. In Brisbane, da lässt sich sicherlich was machen. Da wird langsam der Wohnraum knapp. Und wir bauen gerade die Uni. Ob es wieder die Kanalisation sein muss. Könnten auch noch ein archäologisches Museum uns holen. Ja, das machen wir. Und hier haben wir den Handwerker, der noch weiter entweder die Sägewerke in die Wälder setzen kann. Ich gucke gerade, ob der sonst irgendwas machen kann. Ich gucke mal, ob hier unten noch. Moment, ist das Eisenfeld nicht genutzt? Wow. Kümmern wir uns doch darum. Und schon geht es wohl in die nächste Runde. Ich ahne, welche Stadt es ist. Oh nein, es ist Rajavihara. Der Spanier ist beeindruckt ob unserer wissenschaftlichen Errungenschaften. Hier oben ist ganz schön Trubel. Viele Einheitenbewegungen. Ein Unwetter klingt ab. Bestimmt in Damaskus, genau. Wohnraum in Townsville. Ja, dann holen wir uns jetzt hier den Kornspeicher. Haben jetzt drei Gesandte zur Verfügung. Sehr cool. Und erinnern uns daran, dass wir ja in Cardiff souverän werden wollen. Haben da aber auch einen Spion. Gerade überlegen, ob wir irgendwo in Brüssel könnten wir natürlich noch zusätzlich rankommen. Da könnten wir sogar souverän werden. 15 Produktion für Wunder im Plus. Wir bauen gerade keins, aber Brüssel ist in der Verlosung. Brüssel ist in der Verlosung. Ansonsten sehe ich auch nicht viel. Wir werden souverän von Brüssel. Gerade mal gucken.
Wir bekommen einmal Baumwolle, einmal Seide und einmal Trüffel. Ja, großartig. Wir werden Souzerän von Brüssel. Sehr schön. Haben einen gesamten noch übrig. Und das hilft unseren Städten enorm. Stellt sich die Frage, wo wir Ada Loveless hinschicken, um noch einen Bezirk mehr zu setzen. Gerade mal schauen. Tja, gute Frage. Nächste Frage. In Perth ist kein Platz. Zumindest noch nicht. Ist das Schutzgebiet? Ist der Hafen? Theaterplatz im Campus. Kanal zählt nicht als Bezirk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Unten soll noch ein Handelszentrum hin, das ist aber okay. Das heißt, hier macht es auch keinen Sinn. Tja, in Townsville entsteht ja alles. In Hodor. Hodor ist noch ein bisschen knapp. Wir schicken den nach Hodor. So, ja, hier waren wir schon. Allianz ist abgelaufen mit Wilfried Laurier. Freundschaft verkündet. Forschungsallianz eingestellt. Was bekommen wir? 21 Gold. Das ist in Ordnung. Können auch ansonsten ein bisschen handeln, sehe ich gerade wieder. Gibt uns 11 Gold für 30 Runden für Perlen. Gucken, ob er noch mehr Geld ausgeben möchte. Zum Beispiel für Trüffel. 8 nehmen wir der Einfachheit halber. Gucken wir, ob hier unser letztes Trüffel weggeben können. Ja. 9 Gold für 30 Runden. Sehr schön. Das gibt Schotter. Ein Zeithalterpunkt für das. Oh, wir haben ein Luxusgutmonopol. Trüffel. Sehr, sehr schön. Das bedeutet. Ist es schon angezeigt? Ja, 15 Gold durch Monopole auf Luxusgüter werden ganz oben angezeigt. Gibt einen Zeitalterpunkt, der hilft uns natürlich. Und hier bleiben wir mal zur Erkundung stehen. Gerade mal schauen, noch 3 Runden. Noch ein Punkt fürs normale Zeitalter, das wird möglich sein. Auf in die nächste Runde. Nationalismus wird jetzt gleich abgeschlossen sein. Ja, und hier schließen wir wieder die Mine an. Eisen zu bekommen. Wirklich ein Skandal, dass wir das verpasst hatten. Wurde aber auch wieder unscheinbar durch den Vulkanausbruch geplündert. Das hatte ich schlicht und ergreifend nicht gesehen. Passiert hier. Der scheint mir etwas kompliziert gegangen zu sein. Die Erträge hier in Gelang sind wirklich super. Das Industriegebiet ist jetzt auch schon fertig. Ich rede angeblich zu wenig, das ist mir aber egal. Sehr schön, 3 Zeitalterpunkte für den Industriekomplex mit 4 Produktionen oder mehr. Die menschliche Natur, wie sie sich im Stammessystem und Nationalismus manifestiert, sorgt für die Dynamik der Maschinerie der menschlichen Evolution. Nationalismus ist abgeschlossen als Ausrichtung. Zusätzlicher Spion ist möglich. Zusammenfügen von Einheiten zu Korps oder Flotten. Und Kolonialkriegserklärung kann jetzt geschürt werden. Gerade mal gucken. 50% Produktion für Einheiten modernen und früheren Zeitaltern brauchen wir nicht. Gucken wir uns mal gerade unsere Karten an. Viele Annehmlichkeiten natürlich, Annehmlichkeitenkarten drin. Ist aber notwendig,
damit wir einigermaßen gut dastehen. Handelskonföderationen sind super. Dreieckshandel gäbe uns nur Glauben, aber weniger Gold. Ratsch gibt uns 8 Gold, 8 Kultur, 8 Glauben und 8 Wissenschaft. Vielleicht nehmen wir die noch rein, statt der Einflusspunkte. Wir sind da ganz gut, können den Rest mit Spionen momentan machen. Wir versuchen ja, so souverän zu werden, indem wir nicht Gesandte einsetzen, sondern Gesandte aus den Städten entfernen, indem wir durch die Spione den Skandal jeweils erfinden. Das heißt, wir brauchen die Einflusspunkte gar nicht, weil wir ansonsten auch alles soweit da abgeschlossen haben, was wir abschließen wollten. Nun könnte ich mir eigentlich gut Ratsch vorstellen. Das tauschen wir mal aus. Die Ingenieurpunkte hole ich mir weiter. Hätten wir natürlich gerne noch die Joker-Politik irgendwie erweitert. Gerade mal gucken. Oh, da ist aber noch ein relativ weiter... Ne, gar nicht. Hier sind wir schon. Wir wollen hier natürlich zum Wahlrecht vermutlich. Hätten wir 2 Joker-Karten. Und gibt es nicht noch ein Wunder, was... Joker-Politik-Platz ermöglicht. Gerade mal gucken. Parlamentsgebäude war es nicht. Nee. Scheint entweder gebaut oder noch nicht zur Verfügung. Ich hatte es schon mal gesehen, aber naja. Industriegebiet ist da. Da können wir uns direkt mal die Werkstatt holen für die Produktion und den Ingenieurpunkt. Das ist gut ausgegebenes Geld. Und wenn wir jetzt noch die Fabrik hintersetzen, in 4 Runden. Ja. Das machen wir. Die 2 Punkte hatten wir. Parra hat im Inneren der Stadtverwaltung von Toledo Informationen gefunden. Nee. Hat Was steht da? Hat Informanten im Inneren von Toledo gefunden. Achso, ja, gut, weil jetzt die Möglichkeiten verbessert wurden. Wir wollten hier den Technikbonus stehlen. Prozent auf Erfolg. Das machen wir und verschwinden wieder. Wir tauchen ab. Allianz mit Vietnam ist abgelaufen. Wir können oder holen uns mal die dauerhafte Botschaft. Und holen uns die religiöse Allianz für zusätzlich 5 Gold für 30 Runden. Flussüberschwemmung in dem Moment auch noch dort. Kohlekraftwerk ist abgeschlossen. Sehr schön. Forschungslabor. Sieht aus, als holen wir uns jetzt das Forschungslabor. Das Torre de Belém. Gerade mal schauen. Hilft uns nur bedingt weiter. Koloss wäre in 5 Runden fertig. Das ist ja Wahnsinn. Gibt uns die Handelswegkapazität und eine Händlereinheit. 3 Gold und einen Admiralpunkt. Leuchtturm in 4 Runden. Wir gehen normal mit den Gebäuden und holen uns hier das Forschungslabor. In Townsville ist der Campus abgeschlossen. Sehr schön. Und hier brauchen wir... Die Perlen sind gar nicht angeschlossen. Nee. Hier brauchen wir einen Handwerker. Den holen wir uns auch noch. Um hier noch weiter voranzukommen. Mit 3 Aktionen. Können einen weiteren Bezirk setzen. Gerade mal schauen, ob und was wir brauchen. Handelszentrum hier plus 3 ist blöd auf dem Kupfer. Hafen plus 4. Mal gucken. Schutzgebietmöglichkeit bestätigt. Tendenziell, hier ist der Stein nicht. Gerade mal überlegen. Hier habe ich, die Modernisierung drauf, die müssten wir dann abnehmen. Mal
Was ist denn, wenn ich es hier setze? Dann haben wir hier ein bezauberndes Feld, hier ein atemberaubendes Feld. Hier, das ist bezaubernd auch auf 3. Und hier, das ist bezaubernd auf 2. So, das Schutzgebiet selbst. Gerade mal gucken. Gibt eine Anziehungskraft. Und der Hain auch nochmal? Nee, der Hain nicht. Okay. Aber der gibt eine Anziehungskraft. Das heißt, hier das Feld würde atemberaubend. Das auch. Das nicht. Wenn wir hier ein Schutzgebiet setzen würden, bräuchten wir natürlich das Feld. Für 155, die wir jetzt natürlich nicht haben. Aber wisst ihr was? Das machen wir. Vor allen Dingen, weil sich das dann hier alles potenziert. Das machen wir. Wir handeln uns mal gerade die 155 Gold raus. Und zwar mit Gunst. Okay, die hat nur 50. Ist natürlich super. Achso, ja, wir brauchen ja gar nicht so viel. Wir hatten ja schon ein bisschen. Jetzt brauchen wir noch 20. Gehen wir einfach eins weiter. Genau, geben hier die nächsten 50 wieder aus. Das wäre wirklich sehr sinnvoll. Gucken, wie viel wir geben müssen. Für 100 Gold. Und da wir das haben, geben wir es auch aus. So. Und holen uns jetzt hier das Schutzgebiet. Gibt noch ein plus Wohnraum. Sehr schön. Dann haben wir das hier kombiniert mit dem zweiten. Wunderbar. Hier das Feld ist nur bezaubernd. Merkwürdig. Gerade mal gucken, ob die Steinressource macht das eigentlich was? Ne, ich dachte, das ist grundsätzlich, aber wenn wir es entfernen würden. Das müssen wir uns mal anschauen zu gegebenen Zeitpunkt. Ja, und jetzt holen wir uns. Pingala braucht immer noch die Erforscherbeförderung. Aber ich möchte das verstärkte Material haben für Lea. Und damit ist sie jetzt hier so befördert in Canberra, dass Modernisierung, Gebäude und Bezirke in dieser Stadt nicht durch Umweltfolgen beschädigt werden können. So, und das ist natürlich super. Dann können wir nämlich auch hier noch den Bezirk setzen, vermutlich eine heilige Stätte. Alles oder den Theaterplatz mit plus 1, der ist natürlich nicht allzu hoch, aber trotzdem. Auch Modernisierungen können nicht mehr kaputt gemacht werden. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Hier ist der Siedler fertig in Melbourne. Und insofern fährt der nun hier rüber. Unbeaufsichtigt, das sollte glatt gehen. Und hier wird die Persönlichkeit, die Ingenieurin, ein zweites Mal aktiviert. Hier können wir jetzt 3 von 5 Bezirken sind möglich. Das ist natürlich insofern nicht korrekt, als dass wir jetzt noch 3 weitere Bezirke setzen können. Sehr cool. Und werden das dann auch gleich angehen. Wir wissen zwar noch nicht was, aber das kommt zu gegebener Zeit. Hier, der wartet jetzt schon so lange auf seinen Tod, dass ich jetzt hier mal ein bisschen hochgehe. Gucke, was hinterm Berg liegt. Ich lasse ihn am Leben. Das ist nur fair. Und holen uns hier noch die Einheit jetzt. Hier fällt unser Siedler. Sehr schön. Könnte natürlich auch hier zunächst dieses Stammesdorf abgreifen. Wie schnell wäre denn da? In 2 Runden. Ist es uns das wert? Ne, das können wir gleich irgendwie anders hin. Hier holen wir uns noch ein Artefakt.
Wir notieren. Das ist auch aus der Antike. Und damit holen wir es uns nicht von Simon Bolivar, sondern von den Barbaren. Zuerst notieren. Weil sonst hätten wir exakt das gleiche geholt. Und haben einen Speer. Sehr schön. Ja. Thema 2 von 3. Hier können wir immer noch nichts bewegen. Mal gucken wir schon mal, wo wir ihn noch hinschicken. Tja, mit wem wollen wir Stress? Am besten mit niemandem, wir gehen hier runter. Ein Zeitalterpunkt fürs Artefakt und wir sind locker mittlerweile ins normale Zeitalter reingekommen. Wir erfüllen mal wieder eine Agenda. Das ist ein relativ ruhiges Spiel, wir haben nicht viel Probleme. Simon Bolivar ist immer wieder ein Problem gewesen, aber das eher zu Beginn. Und ihr habt es schon gehört, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Lassen hier nur gerade das Spiel durchladen, weil ich jetzt auch die Animationen entsprechend mittlerweile wieder angeschaltet habe. Das heißt, es dauert ein bisschen länger. Wir haben nämlich einen feindlichen Spion gefangen genommen in Melbourne. Während der Mission Mittel abschöpfen vom Byzantinischen Reich. Gucken, was wir damit anfangen können. Können ihn fragen, dass er uns verspricht, uns nicht auszuspionieren. Die Gunst haben wir. Ja, und hoffen, dass es dann tatsächlich nicht mehr vorkommt. Große Persönlichkeit, ein großer Musiker, wird generiert. Und hat tatsächlich nicht die Möglichkeit irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die eingesetzt werden. Da habt ihr mich wieder. Großer Musiker. Er schafft ein großes Musikwerk. Ja, okay. So weit, so klar. Aber ich dachte, dass er das hier drin macht. Das folgt dann vermutlich später. Vulkanausbruch im Osten der neu von England gegründeten Stadt. Das macht mir mal gerade gar nichts. Newcastle upon Tyne. Am liebsten würde ich die Stadt tatsächlich erobern. Aber die Allianz verhindert es. Allianzstufe gestiegen. Auch mit den Mongolen. Gerade mal ein kurzer Blick drauf. Allianzstufe 2. Okay, das ist nicht so ganz so wichtig. Aber hier ist sie, glaube ich, auch gestiegen mit den Chimären. Ja. Kein Loyalitätsdruck aufeinander. Jeder Bezirk gewährt einen zusätzlichen großen Persönlichkeitenpunkt pro Runde, wenn wir einen Handelsweg zu einem Verbündeten unterhalten. Ja, okay. Der hat nichts zu tun und sieht sich aus. Santa Cruz fährt hier mal mit. Und dann muss ich doch mal hier unten schauen, wie der Stand mit dem Ritter ist. Eine enorme und erhabene Feuersäule ermöglichte es den Bewohnern von Holt, bei Nacht genauso lesen zu können wie am Tage. Und wir haben den Eierfjeierkühl entdeckt. Und man muss es sagen, man sieht es an den Feldern, eins meiner Lieblings-Naturwunder. Denn das hat alles, was es braucht, wenn es mal richtig genutzt wird. Gerade hier schauen, ist ein Nachbarhügel drumherum, da ist noch ein See. Ja, nicht schlecht. Ich hoffe, dass er jetzt nicht ausbricht. Schauen wir uns das an, indem wir in die nächste Runde gehen. Im letzten Safe Game, allerdings noch nicht als Let's Player, habe ich zwei Städte drumherum gebaut um dieses Wunder. Das ist jetzt hier, wobei unmöglich ist es nicht. Hier ist auch niemand. Na doch, die Loyalität ist hier relativ krass. So krass von da oben, oder ist hier unten noch irgendwas?
Das wird sich noch zeigen. Die Moderne beginnt. Wir haben das Heureka für die Lasertechnologie und für die fortgeschrittene Fahrt. Und wir haben den Nobelpreis für Physik gewonnen. Sehr schön, das habe ich so gar nicht beobachtet. Wir hatten ja dafür abgestimmt. Und wir haben ihn gewonnen. Wir bekommen den Technologiebonus. Erhöht die Ansammlung von Ressourcen in Städten mit einer Universität um 1. Auch wunderbar. Ja, sehr, sehr cool. Mal gerade gucken, sind wir unter den besten 25? 4. Ach, ja, sind wir auf jeden Fall. Haben noch den zweiten Technologiebonus bekommen. Für Silber. Sehr cool. Sehr, sehr gut. Und ja, wir haben, wie gesagt, die Moderne erreicht. Und an dem Zeitpunkt vertröste ich euch aber aufs nächste Video. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst mir die Kommentare da, gerne einen Daumen. Und am allerliebsten wäre mir ein Abo. Würde mich wirklich sehr drüber freuen. Und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei den Australiern. Und in der Moderne werden wir uns dann sicherlich auch wieder zurechtfinden. Bis dahin, euer Let's Splinter.